Sie alle haben den Bogen raus. Die Landesmeisterschaften in der Halle stehen an. Und der erste Tag gehört dem Bogennachwuchs. Für Schüler, Junioren und Jugendliche geht es im Recurve und Compound an den Start. Aber auch die traditionellen Schützen sind dabei. Eines haben aber alle gemeinsam: die Liebe zum Bogensport. Also beim Bogenschießen finde ich es cool, dass hier die Community sehr schön ist, dass beim Wettkampf auch alle freundlich miteinander sind, und generell beim Bogenschießen selbst finde ich auch schön, dass man eben sich konzentrieren kann, schießen kann und halt meistens auch einfach machen kann. Einfach mal machen klingt nach einem guten Motto. Nach 2 Durchgängen à 10 Passen setzt sich Lilian Forkert vom BSC BW Berlin bei der Recurve-Jugend durch. Bei den Mädchen geht der Sieg ungefährdet an Frieda Janke vom BSSC Olympia. Also mit dem Endergebnis bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Auch vor allem mit dem ersten Durchgang, mit dem zweiten Durchgang bin ich nicht so zufrieden. Aber ich sollte mich damit definitiv zur Deutschen qualifiziert haben. In der Recurve-Konkurrenz der Junioren sichert sich Ben Lennart Greive den Titel Landesmeister. Auch er gehört zum BSC BW Berlin. Siegreich bei den Mädchen ist Rebecca Gleich. Und das sogar mit einer neuen persönlichen Bestleistung. Es lief erstaunlich gut. Nur ein paar Pfeile waren komisch, die komisch geflogen sind. Und manche, die komisch geflogen sind, sind gut getroffen. Haben gut getroffen. Trotzdem aber ein erfolgreicher Abschluss der Landesmeisterschaften für sie. Und nicht nur das. Dazu hat man sich auch erfolgreich für die deutschen Meisterschaften in Sindelfingen qualifiziert. Und es ist natürlich ziemlich was Besonderes, weil man da halt auch mit Schützen, die gleich alt sind, gegeneinander schießt, die man halt sonst nicht um sich herum hat. Und deswegen ist es was ziemlich Besonderes. Für die Wettbewerbe im Glaspalast will man dann noch besser sein und hat sich dementsprechend Ziele gesetzt. Ja, also dass ich konstanter schieße, also auch in der ersten Runde. Am Wochenende vom 8. bis 10. März ist es dann soweit. Dann möchte der Schützenverband Berlin-Brandenburg natürlich möglichst gut abschneiden. Mit diesen Nachwuchstalenten sollte das aber kein Problem sein, denn sie haben alle den Bogen raus. Die komplette Übersicht der Landesmeisterschaften mit den Ergebnissen der Erwachsenen vom 2. Tag findet ihr auf der Webseite des SVBB. Damit geht ein weiteres erfolgreiches Wochenende für den Verband zu Ende. Und eins steht fest: die Zukunft für den Bogensport in Berlin und Brandenburg ist gesichert.